Auf ein kühles Blondes. Das erste Cottbusser Bier- und Spezialitätenfest ist heute Mittag gestartet. 9 regionale als auch nationale Brauereien präsentieren das gesamte Wochenende über ihre neuesten und klassischen Produkte. Für Frauen oder diejenigen, die kein Bier trinken, gibt es Cocktail- und Bowlebars. Außerdem heizen verschiedene Bands ein. Der Eintritt ist frei. Summer Night in White. Das Moskito veranstaltet morgen die alljährliche Sommerparty. Ein DJ sorgt für die passende Stimmung und ein Pool für die entsprechende Abkühlung. Außerdem erwartet die Gäste an diesem Abend spektakuläre Luftartistik. Los geht's ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und weiße Kleidung wird gebeten. Auf alte Traditionen. Ein bekannter Brauch wird zurzeit in vielen Dörfern wieder durchgeführt: das Hahnrupfen. An diesem Sonntag ist es in Dissen-Striesow soweit. Dabei wird ein geschlachteter Hahn an ein reich verziertes Tor gehängt. Auf dem Pferd in Galopp versuchen die Jungen und Männer, den lose befestigten Kopf oder die Flügel des Hahns zu bekommen. Dem Sieger gebührt ein Tanz mit der jungen Dame, die am besten einen Frosch karren kann. Los geht's um 14 Uhr.